Ja, die hören dich. Oh Mann. Oh Gott, bin ich bescheuert. Leute, sorry. Guckst du. Also wieder Holz, ne? Ja, guckst du noch ein bisschen nach Holz oder hast du noch was übrig? Ich habe nur 90 Holz. Ja gut, dann Brauchst du das jetzt einmal, dann gib es da rein in die Kiste. ja, mach das mal, dann probiere ich schon mal anzufangen zu bauen. Wenn du da noch ein bisschen Holz besorgst, ist das super. Falls du nebenbei auch ein bisschen Stein kriegst, wäre das auch cool, aber Holz ist wichtiger. Noch was essen. Okay, das Holz liegt drinnen und ich schaue wieder das Holz. Und dann mache ich wieder Spikes, oder? Brauchen wir ja Ja, Spikes jetzt noch, oder? Spikes und ein bisschen Holz für mich wegen Bauen. Alles klar, mach mal. Die Frames aus 10 drinnen. Ja, und sei vorsichtig. Will dich nicht vermissen. Ja, du auch bitte. Nee, ich dich auch nicht, Aldo. Bitte. Aufpassen. Okay. Danke. So, Holz nicht drin, hat sie gesagt. Spikes sind auch noch da. Dann haben wir auch noch. Holz liegt drin. Ja, erstmal setze ich hier. Ja. Weil das wird doch zu warm. Ich hoffe, mir wird jetzt nicht zu kalt. Holzrahmen. Davon haben wir jetzt genug. Sollte passen. Wir schauen zu bei Ayuta und Schlumpf Aldur. Wünschen euch alles Gute und ohne Zombie-Aufruhr. 2 Tage habt ihr nun noch bis zum Ende vom Spiel. Macht so weiter wie bisher, was uns allen sehr gefiel. Danke, Muki. Hast du schön geschrieben. Wie machen wir das am geschicktesten? Das ist jetzt meine Frage. Knochenklinge werde ich jetzt nicht brauchen. Naja. Ich will da jetzt erstmal drauf. Kurz über Handy da, PC braucht zu lange. Okay. Ich würde ja gerne doppelt aufwerten, aber ich weiß nicht, wie viel Holz ich jetzt dann habe. Das ist nämlich nicht viel. Erstmal einzeln, damit wir es haben. Weil angegriffen wird der ja eigentlich nur, wenn wir da genau draufstehen. So, falls Proxy noch da ist, Proxy, mit zu deinen Ehren baue ich ein ähnliches Bauexperiment, was wir gemacht haben. Ja, nur ein ähnliches. Level 7. Ja, durch das Bauen komme ich jetzt auch noch mal ein, zwei Level hoch, das ist ganz gut. Wir leben noch. Weg, Proxy. Odin ist ein Level, hört sich. Okay. Um Odin mache ich mir auch noch am meisten Sorgen, dass der hier plötzlich auftaucht. Ich weiß ja nicht, was der hat, dass er dann plötzlich angefangen hat, Leute umzubringen.
Da muss ich auch ein ganzes Stück hoch, ey. Das sollte gehen. Ja. Zwischendurch mal hochbauen, dass ich nachher auch runterkomme. Richtig schwitzige Hände, Christina. Glückwunsch, Zenobia, CPL, Regenbogenmaus. Ich find's ja geil, dass der Mukiana gerade was Ungefährliches spielt. Golf with Friends. Ja. Bisschen zum Abreagieren. Wie viel Holz habe ich noch? Ich brauche Holz. Ich muss gleich auch noch Holz farmen gehen. Als Cooldown für die Schwitzkanne. Hopp. So, Holzfarm. Wir müssen dazwischen auf jeden Fall nochmal. Hopp. Hoppa, Gundam-Style. Wollte ich mich nicht eigentlich heute Nacht mal einmal kurz ausloggen? Ja, wollte ich. Egal. Muss jetzt auch so gehen. Jedes Holz ist wertvoll. Oh, leck. Boah. Hat der gerade schon langsam nachgeladen, ey. Zwei, drei, zwei, eins, Fail? Was? Nein, nichts Fail. Keine Fails. Fails kann ich mir nicht leisten. Nehme noch ein bisschen Yucca mit, dass ich zur Not auch noch zwischendurch was hab. Ich vergesse immer, mir ein bisschen was mitzunehmen. Und zur Not müssen wir die Horde wirklich auf dem Dach aussitzen. Ja, genau. Diese Lecks, ne? Jetzt gerade schon wieder. Azrak ist gestorben. Ayuta? Azrak ist gestorben. Well, habe ich nicht gesehen, was du da geschrieben hast im Azrak. Habe ich nicht gesehen. Keine Sorge. Ayuta ist auch hier hinten irgendwo. No. Der Zombie ist auch irgendwo hier. Ach komm. Danke. Du gehst schon wieder so parabelförmig her. Das mag ich nicht, das weißt du. Dafür stirbst du. Guck mich nicht so an. Okay, so habe ich das jetzt nicht gemeint mit dem nicht angucken. Aber ist okay. Was ist er denn?
Ayuta? Ja, falls essen. Ein Problem ist nochmal. Ayuta? Azrak ist tot. Ja, habe ich schon mitgekriegt. Was sagst du schon gelesen? Ich habe gesagt, ich habe das nicht gelesen. Weil das wäre ja Spoiler. Okay. Vorsicht, hinter dir ein Zombie? Ah, gut. Habe ich nur aus dem Augenwinkel gesehen. Wie viele Hearts haben wir denn jetzt? Ja, damit kann ich gleich mal. Ja, einmal noch reparieren. Gut. Ich gehe wieder zurück. Ich brauchte bloß erst ein bisschen was zum Bauen, ne? Du auch. Du bist so weit weg hier. Ja. Ja, wenn da die Bäume sind. Bisschen was Kaltes. Ja, wie gesagt, Yuka, dein Freund und Helfer, es ist so, das wird auch so bleiben. Ja. Ah, schön. Nest. Nest, Nest. Können wir ja zwischendurch mal einen Baum setzen. Vielleicht werden die bis morgen ja noch. Oh, leck, leck. Ein paar. Alles nicht wieder. Einzige, was richtig scheiße ist für den Turm, ist, wenn da genug Spucker drin sind, also bei sind. Die machen die Wände erstmal schön kaputt. Aber die zielen ja sowieso eher auf uns. Das kann ich, wie hoch ich muss. Das habe ich jetzt natürlich nicht nachgeguckt. Das machen wir gleich. Den muss ich auf jeden Fall noch, den nächsten muss ich auch noch. Dann gucke ich mal.
Jo, willst du mit deinem Turm? Naja, wie gesagt, warte, hätte bei der Nahen besser gestanden. Weg kürzer ist. Ne, ich will ja den Weg verlängern. Ganz einfache Sache, also mein Plan. Kann ja auch sein, dass er total scheiße ist. Runterkommen ist kein Problem. Das muss ich jetzt sowieso. Stummy ist auch gestorben. Warte. Ich baue mich mal kurz hoch. Ungefähr hier. Auf zwei Blocks machen wir das lieber. Das war nicht runterfallen. Zwei Block hoch die Steine. Also. Ja, das passt. Ah. Warte. Da kam ich dran. So. Ganz einfache Sache. Wie viele seid ihr denn noch? Ich guck sofort nach. Ich will ja den Weg so weit verlängern, dass wir, falls das Gebäude nicht mehr sicher ist, hier rüber können, die da so ein bisschen wegziehen, da unten drum ja auch noch ein paar Spikes machen, wo wir ja nicht so viele brauchen, weil der Radius kleiner ist, die dann halt dahin ziehen, um das Gebäude auch noch mindestens eine Reihe Spikes. Das hält ja einiges aus. Danke, Proxy. Und wir die halt erst zu diesem Turm ziehen, da kommen die gar nicht so schnell durch. Und dann rüber zum Haus gehen können. Und bei dem Haus muss ich dann bloß noch was bauen, wo wir zur Not runter können. So. Das heißt, wir ziehen die erstmal um eine Kurve. Und wenn die unten im Haus drin sind, bis die da sind, das dauert. So, bis die diese Kurve gemacht haben, haben wir Zeit gewonnen. Hätte ich das diagonal gemacht, wäre auf jeden Fall meine Sache, aus meiner Sicht, der Weg viel zu kurz. Nein, ich werfe nichts vom Turm. Ich könnte ja nur Ayuta, aber Ayuta möchte ich nicht vom Turm werfen. Wir sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nee, 8. 8? 8 sind wir noch. So, das müsste klappen. Habe ich noch genug Holz? Ich habe noch genug Holz. Ah ne, unten will ich gar nicht. Was habe ich denn noch an Pflastersteine? Okay, Rezepte, Pflastersteine. Machen wir nochmal 60. Habe ich wenigstens noch Notfallsteine. Ach, stand ich noch nicht drauf. So. Palain ist gestorben. Wir sind noch sieben. Ich glaube, letztes Mal überlebt haben sechs. Bin gerade voll in Konzentration, ey. Despo ist ja nicht dabei, genau. Deswegen fällt auch keiner vom Turm. Oder fliegt vom Turm. Oder wird geschubst, oder.
Ach, Mann. Das ist noch so ein bisschen. Könnte auch sein, dass Dummy und Palane zusammen irgendwo waren. Okay. Das habe ich gehört. Despro hat es nicht mal hin. Ja, das ist richtig, Schnitzel. Und hey, Schnitzel. Hallo? Wow, schaut euch schon mal gut aus. Wo soll jetzt das Bike setzen, Aldo? Um den Turm rum. Also um den dicken Turm rum. Auf jeden Fall. Ja, okay. Und danach machen wir noch eine Reihe um das andere Haus rum, aber nur eine Reihe. Da kommt eine Schreierin, komm hoch. Kommt eine Schreierin, komm hoch. Komm hoch. Ayuta, komm hoch. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Und runter. Also hier, irgendwo. Puh. Pistole drin, Aldo. Echt? Hast du die schon? In dem Sammel war eine Pistole. Hast du die mitgenommen oder ist die noch unten? Also, hast du die mitgenommen oder ist die noch unten? Nee, nee, die habe ich mit im Inventar. Willst du die nehmen oder so ist die heute? So wie du möchtest. Du hast sie gefunden, du darfst sie auch beanspruchen, wenn du möchtest. Irgendwie wusste ich es, aber. Da ist einiges, was kaputt geht. Ah, schön. Ich danke dir. Schlecht. Okay, ist wieder rein hier. Hattest du jetzt noch ein bisschen Holz über? Ja, warte, bitte geht da unten rein. Okay. Ja, das ist zum Bauen erstmal ganz gut. Ich habe eben, glaube ich, auch 400 Holz oder so erfarmt und damit habe ich das jetzt gebaut. Also, sollte. Ich hoffe, das passt nachher auch so. Ja, ich hoffe. Ja, zwischen den anderen Haus und so auch nochmal. Nee, nee, von da aus noch zum anderen Haus. Und beim anderen Haus baue ich dann noch was runter, wo wir zur Not abhauen können. Wir schaffen das schon. Noch ein paar Frames. Erstmal 30. Damit wir noch Holz zum Aufwerten haben. Das ist ein Sicherheitssteg. Damit ich nicht runterfalle und sie nicht runterfällt.
Ah, komm. Ach, komm schon. Nicht? So weit komme ich nicht? Oh. Mein Gott. Einmal nach einer Schreie angucken. Die kommen immer zu den besten Momenten. Ey, CastTV! Willkommen im Schlumpfenland! Danke für den Follow! Ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen. Okay. Stimmt. Der ist ja noch gar nicht hoch genug. Alles gut. Nee, ganz ruhig. A-Reihe oder 2-Reihen? Warte. Ich würde 2 auf jeden Fall machen. Weil da kostet es ja nicht so viel, weil das nicht so viele sind. Die untersten beiden mache ich fest. Auf jeden Fall. Pass ein bisschen auf das, auf die Zombilette auf, die da hinten kommt. Im Süden. Ja, ich habe immer noch was gehört, aber Ja. wo ist es? Ich brauche die erst. So mittig. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Nein, 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 nee, nicht meiner Jutta hier. Gibt's nicht. Geht's? Ah, geht's? Ja, alles gut, danke schön. Okay. Wo waren wir? Da sind locker, also 10 oder 11 oder so waren es, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir machen eher zum Dings hin. Oh. Nach oben! Komm, 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 komm. Komm. Hopp. Ist doch wieder klar gewesen, oder? So, dann kann man wenigstens auf den Chat ein bisschen gucken. Ja, wir werden auch noch die ganze Zeit mit den Spikes immer, weil. Das hat jetzt keiner gesehen. Aldo, kleiner Turm, ein Woodframe. Ui, ihr baut ja noch eine Base. Ja, so ein bisschen bauen wir eine Base. Boah, geht das ab da unten? Essen und trinken könnte ich.
Essen. Und was trinken könnte ich auch. Okay, hört sich ja wieder einigermaßen gut an. Ja, ich glaube, wir können uns wieder rauchen. So. Wenn ich so weiterhämmer, komme ich heute vielleicht sogar noch auf 10. Nee, 10 nicht. 7 bin ich erst. Schade. Sonst könnten wir noch bessere Waffen machen, das wäre schön. Oh. So. Soweit so gut. Da müssen wir gleich eh noch Spider-Schutz rumsetzen dann. Und an dem müssen wir gleich auch noch Spider-Schutz rumsetzen. Beim Haus hier müssen wir auch noch Spider-Schutz rumsetzen. Ganz rum. Ah, nicht zu weit. Na komm. Du hattest es doch eben. Komm an. Oh, komm. Ich bin da schon noch weiter hingegangen. Ja. Komm hoch. Kommt schon wieder irgendwas? Komm hoch. Oh. Mr. Wook, danke für den Follow. Willkommen im Schlumpfenland. Schreierin. Ich habe nur gesehen, dass da eine Dicke gespawnt ist und deswegen. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Das sind zwei Schreierinnen. Ja. Trinken wir noch was. Schon wieder zwei Kreischer, ja. Und du kannst dich nicht blicken lassen, bis die Kreischer auf jeden Fall tot sind und du weißt nicht, wann die Kreischer tot sind, weil da gerade zu viel Krach ist. So. Das ist so ätzend, weil dann spawnt nämlich. Was ist das denn? Ja, ganz schön laut. Machen noch mal 60 Pfeilspitzen. Ah, da habe ich auch noch einen Frame. Ganz egal. Glaube, eine Schreierin ist immer noch da. Also ich glaube, eine Schreierin ist da immer noch. Ich glaube, wir werden uns einfach da oben um das Kratzen. Ah.
Okay, es ist noch eine Schreierin. Ja, lass uns mal heute Abend hier ein bisschen kuscheln und hoffen, dass keiner hochkommt und dann. Ja, genau. Na, wir beiden Frauen. Ich würde auch so. Derzeit braucht man es. Ja, genau. Und jetzt ist Ruhe, ne? Kaum sagen wir was von kuscheln und Frauen und alles ist ruhig. Ja, die wollen das nicht. Wollen das nicht. Sind dagegen. Hilft ihnen aber nichts. Ich gehe nicht mehr runter und du wahrscheinlich auch nicht. Nee, ich gehe auch nicht mehr runter. Ich warte jetzt ab, das ist. Boah. Puh. Heftig. So, beim letzten Hardcore-Event war ich um diese Zeit, also Tag 6, unten. Schön weit unten im Tunnel, auf jeden Fall in der Nacht. Und habe mich am Tag nur rausgetraut, weil ich noch was zu essen und so haben musste. Aber es ist wieder wie beim letzten Mal. Ich treffe erst auf jemand anderen. Beim letzten Mal war es Rahani, jetzt war es Muki. Danach treffe ich auf Velkvai. Und irgendwie sterben sie beide. Naja, sie ist ja. Sie ist nicht von sich aus im Haus gespawnt. Kannst du davon ausgehen? Ja, okay, jetzt nicht so Ja, das wollte ich heute nicht jetzt so, ne? Es könnte ja jemand zugucken, der das. Ja. So, was machen wir denn jetzt noch? Ich kriege höchstens noch ein Level vorher. Ich kriege noch ein Level vorher. Das heißt, ich hätte dann 18. Für was werfe ich das jetzt raus? Das wird nichts mehr, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr, da brauche ich eine W10 für. Wie ein wildes Tier könnte ich. Dann hätte ich noch 8. Da war schon Bunkeralarm, genau. Das könnte ich noch. Dann hätte ich noch 3. Feuerwaffenschmied bringt mir nichts. In Gewehre und Faustwaffen stecken könnte ich. In Bogenschießen könnte ich stecken. Werkbank kann ich bauen. Hätten wir gar nicht die Sachen für. Also nicht. Gesundheitsfreak brauche ich nicht. Wenn ich sterbe, sterbe ich. Steck da eins rein. Steck da. Kann ich nicht? Faustfeuerwaffen. Eins habe ich. Ach, jetzt. Ja, klar. Nach dem nächsten Level. Ah, jetzt habe ich schon damit gerechnet. Boah. War noch nicht. Ah, ja, die ganzen Nachrichten.
Sieht der Mond nicht schön aus? Ah ja, okay, ja. Am nächsten Tag ist ja Horde. Oh Gott, ich freue mich. Ja, ich wollte jetzt nur ein bisschen von der Schreierin da unten ablenken. Also den Steg muss ich noch zu Ende bauen. Wenn wir noch ein paar Spikes zusammenkriegen, ist das super. Unten entkommen muss ich aus dem anderen auch noch Ja, bauen. geht morgen wieder voll zurück. Halt die Schnauze, Schreierin. Noch Holz zu organisieren. Ja. Werde ich morgen zwischendurch auch noch mal machen. Klar, dann höre ich sie nicht. Bis gleich. Bis gleich. Ich brauche auf jeden Fall Leitern. Naben, Savellon. Ah ja, Mr. Brooke. Jetzt habe ich es auch gelesen. Viel Erfolg, danke. Bin eben gleich auf die zwei Kreischer gesprungen. Boah. Eieiei. Wie viel machen wir denn? Wie viel hat man hier? Zehner? Zehner auf jeden Fall, ne? Frames wollte ich auch noch brauchen. Nochmal 20 Stück. Wie viel seid ihr noch? Wir sind noch. Ich bin noch da. 1. Ayuta. 2. Odin. 3. Zerunia. 4. Jumper. 5. Native. 6. Mac. 7. 7 Leute. Von den Zombie-Kills bin ich zufrieden bei dem Massaker hier, dass du wirklich nicht jeden mitnehmen kannst, weil das zu viel Muni kosten würde. Ayuta ist auch gut dabei. WB, du bist im Moment die Überlebende bisher mit den drittmeisten Zombie-Kills. Ich weiß nicht, wie Native das mit 4. Ich weiß nicht, wie Mac das schafft mit 2 Zombie-Kills. Der geht denen wirklich aus dem Weg. Ich glaube, der hat sie irgendwo eingebunkert und weil, also nicht unten, meine jetzt, sondern überhaupt eingebunkert. Und wenn er nur irgendwo einen Zombie sieht, ist er die Fliege. Anders kann ich es mir nicht vorstellen, ja. Dann möchte ich das aber gerne sehen, wie er die Horde macht. Er wird schon eine Verteidigung wird er schon haben, das ist mit Sicherheit, ne? Voll zufrieden mit. Oh, Herr Odin mit seinen zwei Playhackers. Jedes Mal, wenn ich nämlich das aufmache, dann kann ich nicht sprechen. Dann muss ich es immer wieder zumachen. Ja, in den Menüs kannst du nicht sprechen. Aber ich glaube, 8 Stück sind aber noch, oder? Also, ich habe das bisher immer gehabt. Wenn ich auf den Menüs bin, kann ich nicht sprechen. Nee, das geht noch weiter. Aber 8 Stück Aldo sind wir noch, oder? 7. Schnitzel lebt ja nicht mehr sozusagen. Ah ja, genau, der steht nur so drin. Ja, aber dann sind wir eh schon spitze, weil du traumhaft. Hätte ich mir nie gedacht, ganz ehrlich nicht. Und wie Lordi dann im Teamspeak das sagt, dass er das noch adaptiert hat, habe ich mir gedacht, oh Gott, soll ich jetzt irgendwie sagen, nein, ich kann nicht, mir ist schlecht und ich habe Kopfweh und plötzlich ist die Träne aufgefallen. Schnitzel! Schnitzel, danke für den Host! Schnitzel hostet mich. Also ist der letzte, den er gehostet hat, gestorben.
Oder wir sind die einzige Zweiergruppe, das kann auch sein. Ach, nachdem Azrak tot ist, ja, klar. Wie geht's auch von der anderen? Ah, ja, genau. Wenn nicht so viele Schreierinnen in den Abständen kommen würden, würden wir auch viel mehr schaffen, ne? Bei dem Schüssel da heute scharf hätte man nie gedacht, Alter. Und wenn ich die nicht getroffen hätte oder dann vorher eingreifen, haben die ganze Gruppe, ich glaube, so weit hätte ich diesmal nicht schon. So wie das letzte Mal war ich allein die ganze Zeit, bis zum Schluss. Weil ich glaube, in dieser Konstitution, wie es da heute ist, Also ganz ehrlich, ich habe ja beim letzten Mal, das war mein erstes Mal, dass ich mitgemacht habe, da habe ich gedacht, ja, schaffst du den ersten Tag und stirbst nicht als Erster? Super, perfekt. Passt. Ich habe es überlebt. Bis zum Ende. Das fand ich cool. Diesmal, als ich gehört habe. Ja? Mimos, danke für den Follow. Willkommen im Schlumpfland. Diesmal, als ich gehört habe, was da so alles auf uns zukommt. Und dass sogar Azrak Schiss davor hat, habe ich gedacht, komm, machst du wie beim letzten Mal. Stirbst nicht als Erster und überlebst den ersten Tag, dann bist du zufrieden. So, jetzt möchte ich dich beschützen und möchte das durchziehen. Beim letzten Mal stand ich am Ende hier alleine da und nur mit Wälzen. Ach ja, Wälzen muss ich noch bauen. Nein, diesmal möchte ich zu zweit bleiben. Ja, ich fürchte auch. Hallo Skara, schön, dass du noch da bist. Wälzen, Briefkasten. Welchen hatten wir denn? Den hatten wir, ne? Oder, nee, den nicht. Den auch nicht. Den hatten wir. Geschmiedetes Eisen. Ich baue mal kurz Wälzen. Was ist das? Na, ne? Siehst du gleich. Hi Skara, kenne ich. Hallöchen. Da schwitzt man ja schon beim Zuschauen. Lebt der Schröbi noch? Well, nein, den hat Odin umgebracht. Ah, ich sehe. Da ist Wälzen. Der hat ein Auge auf die Umgebung und schießt alle ab. Das wäre cool, wenn das ginge, gell? Oh Mann. Wälzen for life. Beim letzten Mal habe ich ihn gebaut und Wälzen genannt, weil Velkva ja von uns gegangen ist. Also von mir gegangen ist. Als letzter. Also muss der jetzt auch da sein. Ich mache mir noch mal eine Axt. Hast du noch 100 Äxte? Ja, habe ich. Kannst jetzt inzwischen auch schon, danke. Ah, super. Wälzen darf nicht fehlen, ja, supi. Wälzen, so kann die Horde zumindest eine Nachricht da lassen. Sauron, woher? Alter, ich male gerade einen. Ah, Malka, fei.
Geier bringen dir die Post. Okay, das kann dauern. Das ist richtig. Bei uns ist noch irgendwas. Ja, eine Schreierin ist noch da. Das Dumme ist, wir müssen die erledigen.